Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist der Daniel, diesmal mit einem etwas längeren Video, aber dafür ein sehr, sehr interessantes und spannendes Video. Seid also gespannt, was euch erwartet. Es geht hier um die Flugzeuge in Battlefield 1, eine sehr interessante Sache. Wir haben da zum Beispiel Angriffsflugzeuge oder den Bomber könnt ihr euch auswählen. Oder Kämpfer, das sogenannte Jagdflugzeug. Um diese Flugzeuge geht es jetzt hier in diesem Video. Da haben wir zum Beispiel das Angriffsflugzeug, das hat eine Automatikkanone und Splitterbomben. Oder den Panzerjäger, auch ein interessantes Flugzeug, ideal geeignet für die Jagd auf Panzer. Auch ein sehr interessantes Flugzeug. Dazu aber mehr im Video zu allen Flugzeugen. Und der Luftschiffknacker, das sagt schon das Wort. Der ist speziell für die Angriffe auf Luftschiffe auch sehr interessant. Dazu aber in meinem Video mehr. Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Flugzeug, der Bomber. Er hat auch, wie das Angriffsflugzeug, kann drei verschiedene Waffen mitnehmen. Zum Beispiel der Bomber, der Mondbomber. Er kann He- und Sprengbomben mitnehmen. Und dann haben wir den Feuersturmbomber. Er kann Brand- und Splitterbomben auf die Feinde werfen, auch sehr interessant. Oder der Torpedobomber, der ist speziell geeignet für die Angriffe auf Kriegsschiffe und der kann auch noch Sprengbomben auch noch abwerfen. Und da kommen wir auch schon zu dem letzten, den Kämpfer, den Jagdflugzeug, der Luftkämpfer, ideal geeignet, der Abfangjäger, sehr wendig auf die Jagd auf Flugzeuge. Oder dem Bomberkiller. Er kann Sprengraketen gegen feindliche Bomber einsetzen. Sagt auch schon das Wort Bomberkiller. Oder den Gramkämpfer. Er ist ideal geeignet für Angriffe, Luftkämpfe oder Bombardierung gegen Bodentruppen. Diese Flugzeuge, insgesamt drei Sorten mit drei Waffen, macht 9 verschiedene Flugzeuge in Battlefield 1. Und diese 9 verschiedenen Flugzeuge, die werde ich euch jetzt hier in einem super coolen, spannenden Video zeigen, was die so können. Seid also gespannt auf dieses Video. Fangen wir an, gleich zu beginnen. Hier ein schöner Dreifachabschuss mit dem Angriffsflugzeug Bodenunterstützung. Dieses Angriffsflugzeug hat eine automatische Kanone und kann Splitterbomben abwerfen. Ideal geeignet um den Angriff auf Infanterie. Hier werden wir von einer feindlichen Flak beschossen. Da müsst ihr auf der Hut sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Die holen euch ganz schnell vom Himmel. Passt also darauf auf, dass diese Flak euch nicht holt. Und hier mal nochmal ein schöner Angriff mit dem Angriffsflugzeug. Einfach gucken, wo sind die Feinde. Splitterbomben raus. Und ganz einfach die Feinde holen mit diesem super coolen Angriffsflugzeug. Hier im Battlefield 1 gar kein Problem. Auch hier die automatische Kanone. Da könnt ihr auch auf Infanterie einfach so schießen. Einfach so, natürlich nicht mit abstürzen. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Kontrolliert alle Einsatzziele. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Angriffsflugzeug, der Panzerjäger. Ideal geeignet für die Angriffe auf Panzer. Da unten seht ihr einen Panzer. Einfach die Bomben an den Panzer rangeklatscht. Und so könnt ihr ohne Probleme einen feindlichen Panzer ausschalten. Das ist mit diesem Angriffsflugzeug Panzerjäger. So heißt dieses Flugzeug hier in Battlefield 1 gar kein Problem. Auch wenn ihr da unten gegen Infanterie könnt ihr auch diese Bomben einsetzen. Da seht ihr wieder, wir werden wieder von einer feindlichen Flak beschossen. Einfach Bomben raus. Ihr könnt auch nochmal einen Nachschlag geben. Und so könnt ihr auch Infanterie gezielt mit diesem Panzerjägerflugzeug abschießen. Gar kein Problem. Hier zeige ich euch nochmal einen kurzen Angriff mit dem Panzerjäger. Einfach die Bomben raus und auch sehr gut geeignet gegen Infanterie mit diesem Flugzeug. Gar kein Problem. Der Feind bekommt Verstärkung durch ein Luftschiff. Ja, wenn der Feind das Luftschiff kriegt, dann greift zum Luftschiffknacker. Da sind wir auch schon bei dem letzten Angriffsflugzeug, der Luftschiffknacker. Ein sehr, sehr gutes Flugzeug, ideal geeignet für den Angriff auf feindliche Luftschiffe. Wir verlieren Einsatzziel. Ja, und hier zeige ich euch nochmal einen schönen Angriff auf das Luftschiff. Einfach die Raketen auf das Luftschiff gezielt
draufschießen. Ihr seht auch da oben rechts die Energieanzeige von dem Luftschiff. Da könnt ihr genau sehen, wie viel Energie hat das Luftschiff noch. Wie oft muss ich es noch angreifen, bis ihr es endlich zerstört habt. Dieses Flugzeug, Luftschiffknacker, heißt nicht nur Luftschiffknacker, nein, es ist auch ein Luftschiffknacker. Ihr könnt, da seht ihr perfekt dieses Luftschiff mit diesem Luftschiffknacker zerstören. Und da sind wir auch schon bei die Bomber. Der erste Bomber ist der Bombardement-Bomber. Er kann He- bzw. Sprengbomben mit sich führen und ist ideal geeignet auf die Angriffe auf Infanterie. Und das Coole ist, ihr könnt die Gegner, wie ihr da schön unten erkennen könnt, markieren und zielgenau die Bomben rausschmeißen. Und hier nochmal ein schöner Angriff auf einen feindlichen Panzer. Einfach schön markieren unten, Raketen raus und abfeuern. Hier wieder so ein Flieger von Battlefield 1, die einen einfach rammen. Wenn euer Flugzeug beschädigt ist, einfach L1 gedrückt halten und das Flugzeug problemlos reparieren. Das kommt auch sehr häufig vor in Battlefield 1, die sogenannten Kamikaze-Flieger. So eine Kandidaten hat man hier häufig, das sind die sogenannten Battlefield 1-Spieler. Auch sehr vertreten hier. Hier nochmal ein schöner Angriff mit Markierung, einfach Bomben raus und einfach zielgenau damit feindliche Infanterie mit diesem coolen Bomber einfach so ausschalten. Und hier nochmal Feinde markiert, Bomben raus, Feuer und zack, so einfach könnt ihr Gegner ausschalten. Macht eine Menge Spaß, fliegt mal mit diesem Bomber rum, probiert ihr mal aus. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Bomber, der Feuersturmbomber. Er kann Brandbomben und Splitterbomben mit sich führen. Das werde ich euch jetzt hier mal präsentieren. Jetzt werde ich mal Brandbomben und Splitterbomben einfach so rausschmeißen. Und da seht ihr schon, so einfach könnt ihr die Leute holen mit diesem Feuersturmbomber. Hier in Battlefield 1 gar kein Problem. Macht auch eine Menge Spaß damit zu fliegen. Jetzt mal hier noch ein neuer Angriff. Mal nur die Brandbomben. Einfach mal nur Brandbomben abwerfen. Und da seht ihr schon, da haben wir wieder einen Gegner geholt. Nur mit Brandbomben. Also auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen, dieser Feuersturmbomber. Und hier nochmal auch ein sehr cooler Angriff mit Brand- und Splitterbomben. Einfach abgeworfen und wieder problemlos. Holt ihr damit die Gegner. Macht eine Menge Spaß, wie gesagt. Probiert auf jeden Fall alle Flugzeuge mal aus. Es macht wirklich eine Menge Spaß, damit rumzufliegen. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Bomber. Der Torpedobomber. Der ist eigentlich ideal geeignet für die Angriffe auf Kriegsschiffe. Er kann Torpedos und auch Sprengbomben mit sich führen für gepanzerte Ziele. Ja, gar kein Problem. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr einfach so einen Panzer angreift mit einem, ja, mit den Torpedo- und Splitterbomben. Das hat mit diesem Bomber hat nicht so viel Auswirkungen. Da müsst ihr immer wieder neu angreifen, neu ranfliegen, immer wieder Nachschlag geben. Und dieser Bomber hat leider das Problem, er ist nicht so wendig. Ihr könnt nicht so schnell wie mit den anderen Flugzeugen um Kurven fliegen. Aber hier nochmal ein Angriff. Nur den Torpedo, einfach zielgenau. Bam, einfach rauf. Ihr seht schon, immer noch nicht den Panzer zerstört. Also nutzt dieses Torpedo-Ding hier einfach nur am besten, wenn auch das feindliche Kriegsschiff da ist. Aber dazu gleich mehr im Video. Seid also gespannt. Hier nochmal schön rauf die Bomben auf den Panzer. Da haben wir das Fahrzeug ausgeschalten. Aber wie ihr gesehen habt, ihr musstet eine Menge Nachschlag geben. Immer wieder die Bomben. Ihr müsst viel zu viel angreifen. Dafür, für so einen Angriff für Panzer, wäre natürlich der Panzerjäger viel besser geeignet. Wozu dieser Bomber? Natürlich
bestens geeignet ist. Dieser Bomber, der Torpedos abwerfen kann, ist für die Angreife auf Kriegsschiffe. Dieses Kriegsschiff, dieses Dreadnought, wird jetzt gleich hier erscheinen. Und ich werde euch zeigen, wie ihr dieses Dreadnought angreifen könnt mit Torpedos. Da vorne seht ihr es schon. Dieses feindliche Kriegsschiff, Dreadnought genannt, das werden wir jetzt mit einem Torpedo angreifen. Einfach hier Torpedo ins Wasser schmeißen. Und der Torpedo, der sucht sich den Weg direkt ins Kriegsschiff. Und so könnt ihr gezielt das Kriegsschiff angreifen. Ihr müsst natürlich aufpassen, das Kriegsschiff hat eine heftige Flugabwehr, die wird euch auf jeden Fall angreifen. Deswegen auch hier nochmal ein cooler Angriff. Einfach geradezu fliegen auf dieses Kriegsschiff, ins Wasser gucken, Torpedo raus und dann könnt ihr wegen meiner auch abdrehen oder weiterfliegen. Das könnt ihr selber entscheiden. Aber seid jetzt gespannt, wann dieser Torpedo einschlägt. Wann schlägt der Torpedo ins Kriegsschiff ein? Da, Teil beschädigt, da sind die Punkte. Torpedo erfolgreich eingeschlagen. Und dann könnt ihr nochmal einen Nachschlag geben mit die Sprengbomben. Die könnt ihr nochmal oben auf das Kriegsschiff rauf. Ihr müsst dieses Kriegsschiff natürlich mehrmals angreifen. Hier nochmal ein Torpedo abgeworfen ins Wasser. Gleich wird er einschlagen. Da Teil beschädigt. Aber wieder gesagt, aufpassen auf die Flugabwehr. Dieses Kriegsschiff hat eine sehr, sehr heftige Flugabwehr. Die können euch sehr, sehr schnell vom Himmel holen. Da müsst ihr extrem aufpassen. Jetzt fliegen wir nochmal einen schönen Angriff hier auf das feindliche Kriegsschiff mit dem Torpedo. Einfach hier Torpedo ins Wasser rein. Der Torpedo findet seinen Weg ins Kriegsschiff. Und da könnt ihr auch abdrehen, um die feindliche Flugabwehr auszuweichen. Einfach wieder, immer wieder die Torpedos und abdrehen. Ja, jetzt wisst ihr, wie ihr mit dem Bomber einfach so das feindliche Kriegsschiff erledigen könnt. Und da kommen wir auch schon zu dem letzten Flugzeug, das Jagdflugzeug, der Kämpfer, der sogenannte Luftkämpfer. Ein idealer Abfangjäger, ideal geeignet, um feindliche Flugzeuge anzugreifen. Das ist ein sehr, sehr flinkes Flugzeug. Es ist sehr, sehr wendig. Auch wie ihr sehen könnt, von allen Flugzeugen das kleinste Flugzeug. Hier nochmal ein schöner Angriff auf einen feindlichen Bomber. Ja, mit diesem Abfangjäger holt ihr einfach jedes Flugzeug problemlos vom Himmel. Ihr seid einfach viel, viel schneller und flinker, wie zum Beispiel dieser feindliche Bomber. Er hat gar keine Chance gegen euch. Dieses Flugzeug ist der ideale Luftkämpfer, der ideale Abfangjäger. Und hier zum Beispiel, wenn ihr, das gilt bei allen Flugzeugen mit L1, könnt ihr euch reparieren, aber leider ist die Reparatur immer in dieser scheiß Schräglage, aber danach ist wieder alles problemlos steuerbar. Und hier ein sehr schöner Angriff, auch gegen Infanterie könnt ihr auch diesen Abfangjäger nutzen, einfach drauf schießen und somit könnt ihr auch die Gegner problemlos mit diesem Abfangjäger holen. Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Flugzeug, der Bomberkiller. Er kann Sprengraketen gegen Bomber einsetzen, aber auch, wie ihr sehen könnt, gegen Infanterie ideal geeignet. Ihr könnt also problemlos damit feindliche Infanterie einfach so ausschalten. Oder er hat auch eine coole Bordkanone, wie ihr hier schön erkennen könnt. Ein feindliches Flugzeug vor mir und hier einfach schön mit der Bordkanone einfach so ausgeschaltet. Mit diesem Bomberkiller auch gar kein Problem, auch ein ideales Flugzeug. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Flugzeug, der Gramkämpfer, auch ideal geeignet für Bombardierung auf Bodentruppen oder auch für Luftkämpfe gut geeignet. Hier ein schöner Kill. Da seht ihr einfach so Infanterie ohne Probleme ausgeschaltet. Und weil es so schön war, nochmal hier an derselben Stelle nochmal einen Gegner geholt mit diesem Jagdflugzeug, den Grabenkämpfer.
Ja, und das war's auch schon. Alle neuen Flugzeuge hier in Battlefield 1. Da unten, das Moped fährt wieder. Seht ihr da unten? Ein Mopedfahrer unterwegs und einfach so nochmal schön mit einem Angriffflugzeug weggeklatscht. Dieses Moped fährt garantiert nicht mehr. Und was auch sehr viele nicht wissen in Battlefield 1, ihr könnt euch mit diesem Flugzeug auch umschauen. Dazu müsst ihr einfach nur L3 gedrückt halten und dann könnt ihr mit R3 problemlos euch umschauen. Hier nochmal ein kurzer Angriff mit dem Angriffsflugzeug Panzerjäger mit der Bordkanone. Könnt ihr so einfach auch feindliche Panzer und feindliche Ziele einfach so ausschalten. Gar kein Problem. Oder einfach hier auf dem Panzerzug einfach Bomben abwerfen mit diesem Panzerjäger. Ideal geeignet für gepanzerte Fahrzeuge hier in Battlefield 1. Ja, das war's auch schon hier zu meinem Video in Battlefield 1 über die Flugzeuge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Und für weitere Videos abonniert meinen Kanal, damit ihr auch immer auf den Laufenden seid und hier nichts mehr verpasst. Ich werde in Zukunft noch viele weitere Videos hier raushauen. Also unbedingt meinen Kanal abonnieren. Und dann verabschiede ich mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Daniel.